und Herren, hier sind zu sehen Marie und Marie. Eine komische Welt, eine schöne Welt, eine tragische Welt. Auf der Welt ist kein Bestand. Das ist uns allen wohl bekannt. Und dennoch, Damen und Herren, hier seht ihr nicht nur die Physiognomie, nicht nur die namenlose Vernünftigkeit. Hier seht ihr die Kunst als Leben und das Leben als Kunst. Hier seht ihr Jahrtausende von Marie bis Marie. Und so beschämen wir die Historie. Und wenn ihr wollt und euer Herz nicht draußen lasst, dann wird Vergangenes lebendig und Märchen werden wahr. Nehmt meine Hand, Herrschaften, und tretet ein in eure Träume. Und wer Augen hat zu sehen, wird durch einen Spiegel gehen. Vor zwei Augenblicken ging ich beinahe hier vorbei. Hielt mich ganz sanft zurück. Da steh ich nun und ich bin verwirrt. Was erwartet mich in diesem Raum? Ist es Wirklichkeit oder ist es nur ein Traum? Das Dunkel wird hell und ich sehe ganz klar, das was ist und was immer schon war. Kein Zufall entführte mich in diese Märchenwelt. Ich bin Mary, so wie sie. In diesem Reich der Fantasie und keine Schwester, die ich nicht fänd in meinem Traumland, Maryland. Ich seh ein Gesicht vor mir und ich schaue in mein Spiegelbild, fremd und doch zugleich so sehr vertraut. Wer Augen hat zu sehen, wer offen ist zu staunen, dem tut sich ein Geheimnis auf. Was leise begann, das wird auf einmal laut. Ich bin Mary, so wie sie, in diesem Reich der Fantasie. Und keine Schwester, die ich nicht bin. Mir auf die Türe, die ich fand, und nun bin ich daheim, daheim im großen Zauberland. Und hier gibt es nichts anderes als nur Marias? Ja, so ist das Kindchen. Mariechen, Marie und Mary. Doch das ist nicht nur ein Name, das ist doch ein Schicksal. Das bringt der Name mit sich. Im Hebräischen heißt Marie Miriam, und das heißt die Widersetzlichkeit. Und groß und viel Gestalt ist die Widersetzlichkeit des Weibes. Oh, Moment, Männer heißen doch auch Maria. Oh, gewiss, aber erst an zweiter Stelle. Entschuldigen Sie vielmals, wo kann ich hier bezahlen? Ja, wofür bezahlen? Ja, ich würde mir das Maryland gerne ansehen. Aber sehen Sie sich doch an. Wer hier träumen will, der hat bei uns freien Eintritt. Oh, danke schön. Ja, ich wüsste nicht wofür. Fremde Länder werden mit der Seele gesucht, aber mit dem Herzen gefunden. Und ja, wenn Sie an unserer Entdeckungsreise teilnehmen wollen, ich glaube, Sie sind herzlich eingeladen, nicht wahr, Kindchen? Ja, finde ich schön. Oh, sehr liebenswürdig. Also dann, Jahrhundert. Kontinente. Wir werden sie durchwandern, als gäbe es weder Zeit noch Grenzen. Und grenzenlos war auch das Erstaunen von Christoph Kolumbus, als er was auf seiner Suche nach Indien erblickte, Kindchen? Amerika. Die neue Welt. Und vielleicht weißt du auch den Namen des Schiffes, das ihn hierher brachte? Ninia Pinta Santa Maria. Das Fernrohr.
durch das Christoph Kolumbus den ersten indianischen Menschen erblickte, wird in deiner Hand zu einem Zauberglas, durch das du dir durch die Jahrhunderte hindurchblicken kannst, durch Raum und Zeit, über die unendlichen Weiten der Prärie, von Dodge City bis nach Manhattan. Darf ich wirklich? Schwarz die Nacht auch wäre, dem Mond stellt sich heut nichts in die Quere. Der Nachtwind säuselt leise im Baum, schließ mich ein in deinen Traum. Oh, oh. Die letzten Gäste gehen, des Abends Reste bleiben noch stehen. So viel zu sagen steht noch im Raum, schließ mich ein in deinen Traum. Die Straßen beginnen zu schlafen, Lichter stehen spalier. Dein Traumboot verlässt heute den Hafen, träumst du von mir? Bis uns der Morgen findet, bis dann der Mond ganz heimlich verschwindet, wiegt uns die Nacht, wir spüren es kaum. Schließ mich ein in deinen Traum. Schließ mich ein in deinen Traum. Schleicht nur noch der Wind, er singt dir von all meinen Träumen, die bei dir sind. Bis uns der Morgen findet, bis dann der Mond ganz heimlich verschwindet, wiegt uns die Nacht, wir spüren es kaum. Schließ mich ein in deinen Traum. Ist das der schönste Klang der Welt? Maria, 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 Maria. Weil dies einzige Wort alle Klänge der Welt enthält. Maria, 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 Maria. Maria, ein Name und nicht mehr war dieses Wort bisher für mich. Maria, ich küsste ein Mädchen, Maria, das Wort hat nun Ersinn, es liegt Musik darin für mich. Singen. Wie viel
Maria, wie schön kann das klingen, Maria. Darin schwingen, Maria, wie schön kann das klingen, Maria. Für mich ist das der schönste Klang der Welt. Maria. Tonight, tonight, das Wort heißt Seligkeit. Ich weiß es, seit ich dich heute fand. Mein Herz, das ahnte schon am Tage, ein Wunder kann geschehen, nun ist es schon so weit. Denn du das Wunder, es heißt du, das geschah. Du nahmst. Du nahmst. Kennst du die beiden? Wer ist das? Es war einmal eine arme Witwe, die hatte zwei Töchter. Die eine davon war schön und fleißig, die andere aber war hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule viel lieber. Und die andere musste alle Arbeit tun. Das arme Mädchen musste sich täglich an den Brunnen setzen und so viel spinnen, bis das Blut ihm aus den Fingern sprang. Schwesterchen, sag, weißt du noch, warst mal ein Dreikäsehoch. Kinderzeit, Kinderstreit, wir waren beide nicht gescheit. Trieben immer Schabernack, liefen rum in Vaters Frack. Einmal Ritsch, einmal Ratsch, und dann hatten wir den Quatsch. Mit den Füßchen tap, 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 mit dem Mündchen klapp, klapp, klapp. Eine hat stets gepetzt und dann hat es was gesetzt. Dann ging der Biberbutzemann im schwarzen Keller um die Rillen. Oh Schreck, und wir zwei waren dann vor lauter Angst ganz stumm. Da knarrte was, da scharrte was, wir wurden um die Nase blass. Es ging der Biberbutzemann im schwarzen Keller um. Ein Männlein stand im Walde, dein erster Flirt. Weil du vor Neugier platztest, hast du gestört. Ach, ich fand das Männlein fein, geh, du warst doch viel zu klein. Das fand ich von dir nun wirklich sehr gemein. Kam ein Vogel geflogen und der sang uns etwas.
Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Mary, Mary. Ja, Pinocchio, was machst du denn hier? Du kannst vielleicht fragen. Ja, aber du gehörst doch gar nicht hierher. Kannst du lesen? Na, du kannst vielleicht fragen. Na, dann lies mal. Giuseppe Raffaele? Du auch? Ja, Mary. Aber sag's nicht weiter. Sonst sagen alle Maria zu mir. Versprichst du's mir, Mary? Versprochen. Pinocchio, Pinocchio, kleines Bübchen, freches Bübchen, wo hat man dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen, was ist geschehen? Kleines Bübchen, freches Bübchen, die Welt ist groß und du bist klein. Du kannst noch nicht alleine sein, sieh das doch ein. Kleines Bübchen, freches Bübchen, du träumst von Freiheit und vom Ruhm, vom Reichtum und vom Heldentum, mein Freund.
zu streng, bitte vergib, ich hab dich lieb. Kleines Bettchen, freches Bübchen, ich denke jeden Tag an dich. Mein kleiner Freund, bitte versprich, vergiss mich nicht. Dran? Marie Duplessis, ist das richtig? Absolut richtig. Und wer war das? Ja, das ist nicht leicht zu sagen. Das war eine große, eine tragische, eine einzigartige Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte? Oh, schön. Ja, also, er war zunächst einmal der berühmte Dichter, den ihr hier knien seht, Alexandre Dumas. Ah, die drei Musketiere. Nein, der Sohn. Von den drei Musketieren? Nein, vom alten Dümmer. Und der junge Mann war sehr verliebt. Aha. Ja, wie das Leben so spielt, seine Angebetete, Madame Marie Duplessis, wollte nichts von ihm wissen. Tja, Frauen. Ja, Kindchen, sie war zwar eine Lebedame, aber sie hat ihn dennoch nicht erhört. Wie im Roman. Den er ja auch geschrieben hat. Die drei Musketiere. Nein, die Kameliendame. Und er schrieb diesen Roman, um sich ungeliebt an der geliebten Frau zu rächen. Typisch, wie in der Oper. Ah, Sie kennen die Oper? Natürlich, von Giuseppe Verdi, La Traviata. Zwei sind ein Liebespaar, so wie in alten Zeiten. Darf ich, Madame, begleiten heute und Hindernis, bau auf die Treue, glaub meinen Treue schwüren. Schön wie ein Traumbild will mich die Nacht verführen. Labsal und Leiden macht wahre Liebe so wunderbar. Erhebt, nun erhebt eure vollen Pokale und trinkt auf die Schönheit der Frauen, die wir nur so flüchtig erschauen, den Trunk
Trunkenheit trübt uns den Blick. Ertränkt das Brennen in tiefer Brust, im Rausch der Liebe empfunden, in allen zärtlichen Stunden, die uns das Leben gab. Erhebt auf die Lieben und eure Pokale, denn morgen ist alles schon schade. Ja! Schön, nicht? Das war ich? Aber wer bin ich wirklich? Ja, Kindchen, es gibt Fragen, auf die gibt es Antworten, die keine sind. Hey Lady, ich sehe, du beneidest mich. Ja, du träumst vom großen Leben, möchtest gerne sein wie ich. Du kennst nur einen Mann, aber ich komm nicht zur Ruhe. Hätte ich die Wahl, ja, dann glaube mir, ich wär gerne so wie du. Oh, ich kenn Australien und Kalifornien, die Inseln von Griechenland. Jean Harlow durch Monte Carlo, ein Mann an jeder Hand. Ich lebte wie im Traum und ich merkte kaum, dass die Zeit im Fluge verstrich. Ich kenn das Paradies, doch mich selber kenn ich nicht. Überall gesucht. Mich? Aber wir kennen uns doch gar nicht. Oh ja. Verzeihung, mein Name ist Karel. Sehr erfreut. Mary. Poppins? Chim chimini, chim chimini, chim chim cherry. Der Mann auf dem Schornstein, der hat was für sie. Chim chimini, chim chimini, chim chim cheru. Er bringt ihnen Glück und die Liebe dazu. Er bringt ihnen Glück und die Liebe dazu.
sieht den Qualm und den Ruß und den Rauch durch den Sonnenschein. Den sieht auch, sieht das Leben aus höherer Sicht. Drum sagt zu jedem, Mensch, ärgere dich nicht. Er sagt zu jedem, Mensch, ärgere dich nicht. Wie sehen Sie denn aus? Ich? Ja, Sie. Oh. Ja, das haben wir gleich. Entschuldigung. Darf ich mal? So. Ja, sehr freundlich von Ihnen, Herr Rainer Maria Rilke. Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Und ich dachte, Kornett ist ein Instrument. Ja, das ist es auch. Und so war Maria Theresia so gütig, dem kleinen Wolferl Amadeus Mozart in diesem Saal ihr kaiserliches Ohr zu leihen. Doch die Stille, die du hier siehst, die trügt, weil Wolferl ja kurz danach zu spielen begann. Also dann, Wolferl, spiele was Insinuantes. Bin Eurer Majestät in aller Ewigkeit verpflichtet, dass ich mit derer Hülf und Aufsicht dem Wolferl lauschen darf. Red sie nur nicht zu viel. Sie ist ja hübsch genug. Drapier sie sich wo im Salon und admirier sie ihren Brüderl. Lass das, Maria Antoinette! Immer ihre Zeit voraus, der Racker. Das ist ein Terreur Panik. Aber Wolferl, warum spielt er denn nicht weiter so ganz sans souci? Weiß ihr, was ihm abel wäre? Affektiere doch seine eigenen Negotionen. Poussiere frisch drauf los, wenn's konveniert, kleiner Meister. Auf eure Plätze, Kinder, setzt euch. Na, Franz, sag doch auch was. Eine Hommage ist das heute wieder. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Ta 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 ta
Verzeihung, aber da stimmt doch was nicht. Wieso meinen Sie das? Sagen Sie, ist das wirklich Mozart? Nicht so ganz. Das ist Occo und Lonzo und Berry und Chris und Pimpe und Wolfgang und Amadeus und Mozart und Mary. Mary war mein Mädchen und sie hatte mein Vertrauen. Doch heute Morgen, da ist sie abgehauen. Oh Mary, trennlich, ob es glaubt oder nicht. Doch du gingst fort, ich weiß es einfach nicht. Oh Mary, so contrary. Oh Mary, oh Mary, was ist geschehen? Ich fuhr zum Bahnhof, gestern um 10. Er dachte, ich komm nie zurück, das kann ich wohl verstehen. Oh Mary, so contrary. Oh Mary. Oder besser gesagt, fast. Das ist für mich? Gefällt es dir? Ja, aber... Mein Freund, einmal da fällt doch auch für dich der letzte Vorhang. Sein.